Ketamin und Kokain haben ein vergleichsweise hohes Abhängigkeitspotenzial und viele Nebenwirkungen, weshalb ich euch von diesen Drogen eher abraten würde. In dieser Story kommen die Drogen aber sowieso nicht allzu positiv weg. Ich war neulich mit ein paar Homies in Amsterdam. Der eine von uns hatte scheinbar länger kein Weed mehr konsumiert, weshalb der am ersten Tag nach einem Bier und ein paar Zügen vom Joint den Bereich vor der Bar Lost in Amsterdam mit seiner Kotze geschmückt hat und nach Hause getragen werden musste. Doch das sollte nicht der einzige Abend gewesen sein, der mit einem Komplettabsturz endete. Der andere Absturz überbot den ersten sogar bei weitem. Einer von unserer Crew war richtig scharf darauf, mal Kokain zu probieren, obwohl ich ihm etliche Male davon abriet, von den meist schwarzen penetranten Herren, die zuhauf in Touristengebieten verkehren, zu kaufen, bejahte er die Frage, als er von einem solchen Dealer gefragt wurde, ob er Interesse an einem Drogengeschäft habe. Als der Drogenhandelsmann dann bei der Nachfrage nach Kokain einen Preis von 100 Euro nannte, stellte mein Homie klar, dass dieser Preis zu teuer sei, woraufhin der Drogenhändler offenbarte, dass die 100 Euro für 2 Gramm Kokain seien. War natürlich nur eine billige Weise, einen Anchor Point zu setzen, damit einem die 50 Euro pro Gramm dann im Vergleich zu den 100 Euro voll billig vorkommen. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, voll unlogisch, warum man direkt den Preis für 2 Einheiten nennt und das nicht sofort klarstellt. Stellt euch mal vor, das wäre bei anderen Verkaufsvorgängen so. Entschuldigen Sie, wie viel kostet es bei Ihnen, wenn ich Hummus als Beilage mit dazu bestellen will? 50 Euro. Was? 50 Euro? Das ist ja übertrieben für nur eine Portion Hummus. Ach so, für eine Portion. Das war jetzt für 23. Wir nennen hier immer standardmäßig die Preise für 23 Portionen. Leider funktionierte der Trick bei meinem Homie. Die 50 Euro kamen ihm so billig vor, dass er direkt 3 Gramm kaufte. In einem Club zog er dann das Kokain durch die Nase und spürte kein bisschen. Es handelte sich hier nicht mal um gestrecktes Koks. Es waren da einfach keinerlei psychoaktive oder illegale Stoffe drin. Und deshalb kann ich es euch einfach zeigen. Jo Leute, habt ihr schon immer gefragt, was passiert, wenn man sich Koks von diesen Dealern rund um den Rotlichtbezirk in Amsterdam kauft? Wir haben das für euch getestet. Wäre eine schöne Ausrede dafür, warum wir diese Scheiße hier haben. Ich zeig's euch jetzt hier. Wir haben was gekauft, wo quasi einfach nur Fake ist. Jo, schaut euch das an. Das ist einfach nur Seife, Mann. Es riecht auf jeden Fall nach Seife, Waschmittel. Und das Geile ist, 3 Stück hat unser Kollege hier gekauft. 150 Euro ausgegeben für Waschmittel. Du musst eigentlich in deine Waschmaschine hauen, damit es keine Verschwendung wird. Am nächsten Tag fuhren wir dann mit einem Taxi zu einem Club. Während der Fahrt fingen wir an, mit dem Taxifahrer über Drogen zu reden und darüber, dass wir für 150 Euro Waschmittel gekauft hatten, woraufhin der Taxifahrer preisgab, dass er noch 1 Gramm Koks da hat, was er uns für 75 Euro verkaufen würde. Da ein Taxifahrer natürlich einen vertrauenswürdigeren Eindruck macht als die Schwarzen, keine Sorge, der Satz geht noch weiter, Dealer, die jeden Touri aufdringlich anquatschen, kaufte mein Homie das Gramm. Dass er schon leicht angetrunken war, war keine gute Voraussetzung für diesen Abend. Als wir beim Club angekommen waren, begab er sich aufs Klo und zog eine eher große Line von der neuen Portion Koks. Die ersten 3 Minuten schien er eigentlich ziemlich normal, aber dann verlor er nach und nach die Fähigkeit zu gehen. Als die Security sah, dass wir ihn durch die Gegend schleifen mussten, wurden wir 10 Minuten, nachdem wir in den Club kamen, wieder rausgeschmissen. Da der Club fucking 25 Euro pro Person gekostet hat, war das Ganze natürlich besonders ärgerlich. Wir setzten meinen komplett berauschten, halb ohnmächtigen Bro vor die Treppe des Clubs. Er faselte nur unverständlichen Müll und drohte ständig in alle Richtungen zu kippen, wenn man ihn nicht festhielt. Da Koks eigentlich ein Opfer ist, war ich beunruhigt, weil die Wirkung so downermäßig war. Nein, nicht so downermäßig. Der Türsteher, der das Ganze beobachtete, merkte dann an, dass er aussähe, als hätte er Ketamin genommen. Und er hatte einfach sowas von recht. Die Wirkung passte einfach sowas von perfekt auf Ketamin. Die schlechte Koordination war exakt gleich wie bei dem Video, in dem 2 Typen versuchen, auf Ketamin ein Zelt aufzubauen. Sprüche wie, ich habe alle gelöscht,
die er ständig von sich gab, hörten sich sogar sehr nach einer K-Hole-Erfahrung an. Eine Art dissoziativer Nahtodzustand am Rande der Bewusstlosigkeit. Zum Glück wurde unser Kumpel nie komplett bewusstlos. Er reagierte immer, wenn man ihn ansprach. Wenn er noch einen Ticken mehr gezogen hätte, hätten wir vermutlich den Krankenwagen rufen müssen. Hier eine äußerst zensierte Aufnahme von dem Abend. Er will da verständlicherweise nicht erkannt werden, also schreibt alle bei Green Rabbit in die Kommentare, dass er ein Angsthase ist, weil er sich nicht mal zeigt, wie er auf Ketamin abkackt. Nee, es war nicht Green Rabbit. Oder doch? You guys. You let us go home. You wanna go home? No. I get a horse. You wanna go get a horse? Oh. Wow, that's I don't know anything. I don't know anything about God. I think I'm caught, but I've deleted everyone. Oh, yeah, man, der war im K-Hole, Alter. I trust you. Yeah, you trust me. I don't know anything. You wanna go home? No. No? Well, maybe I don't. Fuck some bitches. Als er dann circa 30 Minuten nach der Einnahme wie der andere Homie 2 Tage vorher den Boden mit seiner Kotze verzierte, war ich sogar etwas erleichtert, weil das Kotzen hoffentlich auch Teile des Ketamins wieder aus dem Körper beförderte. Es kam ein Kotzstrahl nach dem anderen. Da er sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen war, entschieden wir uns, in unser Airbnb-Haus zurückzufahren. Weil keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gingen, waren wir auf ein Taxi angewiesen. Die Taxifahrer sahen aber alle, wie unser Kumpel rumkotzte und sich fast so schlecht bewegen konnten wie... Daher weigerten sich alle Taxifahrer, unsere kleine Bande mitzunehmen. Da er irgendwann 5 Minuten am Stück nicht mehr kotzte, bot uns ein Taxifahrer an, uns mitzunehmen, unter der Bedingung, dass wir ordentlich blechen, falls er doch kotzen sollte. Wir steigen also ins Taxi ein und konnten dem Taxifahrer gerade so die Zieladresse mitteilen, bevor sich Mr. Keter ein weiteres Mal übergab. Ich überreichte dem Taxifahrer 50 Euro und wir stiegen wieder aus. 25 Euro für 10 Minuten Club und 50 Euro für eine Minute im Taxi sitzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Abends war einfach top. Eine halbe Stunde später haben wir es dann ein weiteres Mal probiert. Wir sind wieder in ein Taxi eingestiegen und diesmal sogar ohne Zwischenfälle für 10 Euro weniger, als das Kotzen gekostet hatte, bei unserem Haus angekommen. Dort trugen wir Mr. Keter in sein Bett im 3. Stock, wo er dann natürlich sofort wegpennte. Ich war schon sehr gespannt darauf, am nächsten Tag die Schilderungen von ihm zu hören, wie es im K-Hole war etc., aber er wusste so gut wie gar nichts mehr davon. Er vergaß, glaube ich, auch, dass der Trip nicht nur negativ war, denn er verlor kein positives Wort über den Trip, obwohl er während des Rausches auch teilweise Sätze lallte wie "This is the best feeling." Insgesamt war die Erfahrung wohl wirklich nicht lohnenswert, weshalb er solchen Substanzen erstmal abschwor. Das Ganze war zwar irgendwie tragisch, aber manche Sachen, die er während dem Rausch gesagt hat, waren so witzig, dass ich die restliche Zeit des Urlaubs plötzlich random zum Lachen anfangen musste, weil ich an eine Szene von dem Abend gedacht habe. Diese Story zeigt auch mal wieder die negativen Auswirkungen des Schwarzmarkts. Auf diesem Schwarzmarkt kann man wirklich nie darauf vertrauen, dass man das bekommt, was man haben will, selbst wenn die Leute vertrauenswürdig scheinen. Der Taxifahrer kam mir schon irgendwie ehrlich vor. Bin mir auch nicht sicher, ob er uns überhaupt bewusst die falsche Droge verkauft hat. Immerhin hat's geballert. Um mehr Menschen davon abzuschrecken, Drogen nicht mit Testkits zu testen oder von kuriosen Menschen zu kaufen, schreibt ihr mal Stories in die Kommentare, bei denen ihr ähnliche Fehler begangen hattet. Auf meinem YouTube-Kabal OpenMind3000F werde ich bald ein weiteres Video zu dieser Amsterdam-Reise veröffentlichen mit einer Airbnb-Hausroom-Tour, unseren Erfahrungen mit Amsterdamer Partyclubs und mehr. Ich will unbedingt die 100k auf dem Kabal knacken, damit ich auf den Playbutton drucken lassen kann.